Wir sind immer noch bei Ubisoft. Neben mir steht der Christopher von Anno 2070. Kannst du dich ganz kurz für die paar Leute vorstellen, die dich nicht kennen, was deine Aufgabe vom Spiel ist? Mein Name ist Christopher Schmitz, ich bin der Head of Production von Ubisoft Blue, und ich bin Producer von Anno 2070. Das heißt, ich verantworte dieses Projekt, die Entwicklung insgesamt, und sorge dafür, dass wir dieses Spiel pünktlich in den hoher Qualität dann ausliefern. Okay, mit Anno 2070 wagt ihr euch ja das erste Mal in ein Szenario, welches in der Zukunft liegt. Warum? Wir haben ja 4 Anno-Teile vorher schon gemacht und die waren alle im Mittelalter. Und beim letzten Mal, da war es so, dass wir wirklich das perfekte Anno hingelegt haben. Es hat ja weltweit 90% Durchschnittswertung bekommen, was sensationell ist. Es hat vorher noch nie eins geschafft. Und wir haben jeden Preis abgeräumt, den es überhaupt gab. Und dann hieß, war die Mission danach, okay, das nächste Anno, da müsst ihr aber nochmal richtig an draufsetzen vom Management. Okay. Ja gut, dann haben wir uns überlegt, was tun wir denn? Und dann war es eben Zeit für eine Revolution und nicht mehr für eine Evolution, wie das bei 1404 noch war. Also haben wir uns überlegt, was für eine Revolution können wir denn tun? Eine Gameplay-Revolution, eine Setting-Revolution. Wir haben ein bisschen was in beiden gemacht. Anno sollte aber immer noch Anno bleiben. Das war uns ganz, ganz wichtig. Anno bleibt Anno, war die Mission dahinter. Weil wir natürlich auch mit einer sehr starken Brand arbeiten, die Leute das Spiel kennen und auch wirklich sehr starke Erwartungshaltungen an dieses Spiel haben. Die wollten wir natürlich nicht vergrätzen. Wir machen nicht ein neues Spiel und schreiben da einfach nur Anno drauf. Das ist eigentlich was ganz anderes. Ja, und dann haben wir uns verschiedene Settings überlegt und das ist dann bei rausgekommen. Weil sich das einfach unglaublich geil dafür eignet. Also was du gerade auch schon gesagt hast, das Anno-Prinzip bleibt natürlich. Ja. Kannst du uns ein wenig was zu den neuen Features im Spiel erzählen? Ja, wir sind ja jetzt in der Zukunft, deswegen haben wir einen bunten Strauß an Technologien, die wir einsetzen können. Wir können jetzt mit U-Booten auf den Meeresgrund tauchen, da eigene Siedlungen auf dem Meeresgrund aufbauen. Wir haben jetzt Flugzeuge, die fliegen können und dann der Militärteil funktioniert zum Beispiel so. Bei Anno gab es immer ein Problem mit dem Militär, weil ja irgendwann die Inseln alle komplett zugepflastert waren. Jetzt ist es so, dass die alle die Kampfeinheiten fliegen können. Das Problem hat sich zum Beispiel dann eben erledigt. Wir haben die 3 Fraktionen im Spiel, Ecos, Tycoons und Techs. Man fängt entweder mit den Ecos oder den Tycoons an. Die Ecos sind eher auf Nachhaltigkeit getrimmt. Die haben aus der Vergangenheit gelernt. Die Polkappen sind abgeschmolzen, der Meeresspiegel ist gestiegen. Und die Menschheit steht quasi am Scheideweg. Anno 2070, it's time to face the future. Und das meinen wir wirklich ernst. Die Menschheit muss sich jetzt entscheiden, in welche Richtung möchten wir gehen. Möchten wir nachhaltig arbeiten? Möchten wir weiterhin sehr effizient arbeiten? Oder finden wir vielleicht auch eine gute Synthese aus beiden? Weil das Ziel ist natürlich immer noch, riesige Städte aufzubauen. Riesige Städte, size does matter, sagen wir da immer. Und wenn das Spiel dann, wenn der Spieler eine riesige Stadt aufbauen muss, dann geht das mit den Ecos alleine nicht, weil die eben nicht effizient genug sind. Und von daher muss es eben eine gute Balance zwischen beiden geben. Okay, bei Anno ist ja auch immer ein großes Thema, bevor es erscheint, der Multiplayer. Ich weiß, ihr zeigt hier nur den Singleplayer aktuell, aber kannst du vielleicht ein ganz kleines wenig was zum Multiplayer sagen oder ob er überhaupt kommt zum ersten Tag des Spiels oder ob er gleich dabei ist? Wir haben einen wundervollen Multiplayer, der ganz neu ist und eine wundervolle, ganzheitliche Erfahrung mit vielen sozialen Komponenten und Features. Und diesmal macht der Multiplayer auch wirklich richtig Sinn. Genau, was genau drin sein wird, kann ich leider an dieser Stelle noch nicht sagen. Ja. Aber ja, er wird es mit dem Release im Spiel sein. Ja. Ich denke, das wird viele Anno-Freunde freuen. Und Anno-Freunde freuen, ja, das wollte ich sagen. Und ja, auf was kann sich denn der Anno-Fan denn noch freuen, so als kleines Schmankerl, was wirklich noch oben drauf ist? Ein Beispiel ist zum Beispiel die Katastrophen. Jeder, der Anno gespielt hat, der weiß, dass die Katastrophen überhaupt keine Gameplay-Challenge waren. Sie sind halt mal passiert und mal nicht. Jetzt ist es eine richtige Gameplay-Challenge. Man verschmutzt ja die Welt oder man verschmutzt sie nicht. Und je mehr man sie verschmutzt, je dunkler wird die Welt. Und je mehr man nachhaltiger arbeitet, je bunter, grüner und belebter wird die Welt. Also wenn man quasi auf einer Insel nur Ecos hat, alles schön nachhaltig bewirtschaftet, dann geht es zur Ökobilanz ganz nach oben. Und dann sind überall bunte Blümchen und Vögel zwitschern. Und wenn man eben überall Tycoons baut, dann sieht das dann irgendwann eher aus wie eine Mondlandschaft. Und das bewegt sich ja dynamisch hin und her, dieser Effekt. Und dann, wenn man halt eine Insel völlig versaut hat, kann man die auch wieder total grün machen, wie man das möchte. Das ist halt echt ein tolles Feature. Okay, eine Klassikerfrage zum Schluss. Wann erscheint Anno 2070? Wir werden es vor Weihnachten noch rausbringen. Der Anno Gamer kann sich dann auf ein tolles Weihnachtsfest freuen, auf schöne Wintertage, weil da steckt ganz, ganz viel Spieltiefe drin. Da wird man sehr viel Zeit für benötigen. Okay, dann vielen Dank dir und viel Spaß noch bei den nächsten Präsentationen. Danke.